Nein, nicht die Tür. Essen. Nehmen wir erstmal die Pille und essen uns selber. Ach, das war sehr lecker, sehr schön. So, gehen wir nochmal aufs Klo. Müssen wir nicht. Okay. Recreation. Hallo. Okay. Oh Gott, ich hätte mir das merken sollen. Oh Gott, ich muss mir das aufschreiben. Also. Was? Gut, also fangen wir mal an. Tisch. Schrank. Ich glaube, ich muss das immer wieder anklicken. Bett. Alter. Stift. Nochmal da unten. Tisch. Unten. Bitte. Was? Ich verstehe es nicht. Was? Ich verstehe es nicht. Gibt es da eine Reihenfolge oder was? Bett? Quatsch. Tisch, Schrank, Tisch, Toilette, Schrank, Tisch, Schrank, Ditte, 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 Ditte. Das ist doch vollkommen random. Was? Boah, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe. Um das hinzubekommen. The White Door. I woke up in the street. I was looking at the sky. Clouds were drifting by. Doo, doo, doo. A shadow came over me. An old woman was standing next to me. She poked me with her stick. Butz. Butz. Butz.
You should call someone. And she dropped a coin. I grabbed it. Slowly, I got up. There was only one place I could call. The white door. I walked to a phone booth. I put the coin in. I looked at the card and took the receiver. Also, receiver, yeah. I dialed the number. 1. Three. Two. I listened. Hello, Mr. Hill. We are expecting you. Please, wait for the car. I put the phone down. A car arrived. I opened the door. Ach so, vom Auto. The driver turned the mirror. For a moment, he looked at me. So, der Türsteher. We drove to a large building with a white sign. I looked up. The white door. Ohne weiße Tür. There was a man standing at the top of the stairs. Mr. Hill. Follow me. Please, sit down. Follow the white rabbit. Welcome to our institute. You have made the right choice. We are here to help you retrieve your lost memories and bring back color to your life. All you need to do is sign this paper. Was wir nicht gemacht haben. Please, sign here. Thank you. Thank you, Mr. Hill. Let's start with the first test. I will show you some items you might recognize. Move them to the right. 1. A donut. 2. A box. 3. A plant. 4. A photo. 5. A speaker box. 6. A coin. 7. A bird. Thank you. Now follow me. Wir haben jeden Tag please meet eins, Sarah. Eins she is at the end of the hallway. The lights went on, one by one. Jeden Tag haben wir eins von diesen Objekten bekommen, was wir gerade weggestellt haben. Kennen wir doch. Hi, Bob. Good to see you again. You almost remember it all now. Open the door and bring color to your life. Tag 7. Okay, wir schlafen gerade. Okay, dann bringen wir mal Color in our life. What? Rot und Grün? Heute ist Exit Day. Bring back Memories. Oh, erste
Haben wir schon? Ach, falscher. So. Yes, nächstes geschafft. So, Red und Green. Hat man es nicht gerade schon geschafft? Ach, ich hätte sie noch aufnehmen sollen. Yes, that was delicious. Haben wir auch? Da oben sieht es noch ein bisschen farblos aus, aber wir gehen mal zur Toilette. Das erkennen wir immer als bunt. Nice shirt. Okay. Farbe fehlt noch. Ist irgendwas Neues drin? Nee. Ah, wir müssen den Birdie ausmalen. Oh Gott, keine Ahnung, wie sieht denn der Bird aus? Bauch orange, weiß, grau. Orange, weiß. Muss ja nur so grob sein. Orange, weiß. Was? Orange, weiß, grau? Also hinten. So, noch irgendwas Markantes. Schweißgrau. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Ich meine, es gibt ja nur drei Varianten, wie der Bird aussehen muss oder kann. Okay, hat er? Eins fehlt noch, ja. Aber was? Was fehlt denn noch? Ah, Check-up. Fertig. Oh, wer sitzt denn da? Ist das unsere Laura? Jetzt in mich selber wieder reingehen?
take my place. Okay, dann übernehmen wir mal wieder unsere Seele. Okay, den schwarzen Schatten haben wir jetzt getötet. Und dementsprechend dürfen wir jetzt eigentlich rausgehen, oder? Was fehlt denn noch? Okay. Was braucht man noch? Wo ist denn das Einzige, was noch fehlt, ist der Bird, also der Vogel. Was fehlt denn jetzt noch? Mal Angst pullern? Nee, Speaker haben wir. Es ist ja alles fertig. In dem Sinne. Ach, hier ist jetzt auch die Unterschrift. Jetzt sehen wir so. Die Coin ist noch drin. Jawohl. Das ist... Ah. Okay. Haben wir noch eine Errungenschaft freigeschaltet. Das war jetzt aber nicht wichtig fürs Ende. Bring back memories. Haben wir doch. Ich habe alle Memories. Ich kann auch mit meiner Seele jetzt mal... Achso, da muss ich mich ins Bett legen. Der Vogel. I was walking in the park. Achso, ich walk im Park. A woman sat on a bench. For a moment, I stopped to look at her. A bird flew away. She was drawing something. She put down her pencil. I asked her, "What are you drawing?" She looked down. "It's a robin," she said. She moved her hand. And closed the book. I'm sorry, it's gone now. She stared at me. No, it's not. It's all in your head. She closed her eyes. In your head. Ja, das ist also The White Door. Leave a review, achievements. Opa and Oma. Oh. Schönes Rätselspielchen. Teilweise, ja, echt mit ein bisschen Nachdenken verbunden. Aber es hat Spaß gemacht. Entschuldigung. Aber die Geschichte... Ich meine, klar, wir haben jetzt rausgefunden, wer wir sind. Aber was ist denn jetzt wirklich passiert mit ihr? Wir haben sie ja nicht umgebracht. Also ich kann es mir nicht vorstellen, weil sie saß ja draußen auf der Bank. Und hat auf uns gewartet.
Naja, ihr könnt aber runterschreiben, was ihr denkt, was das Ende symbolisieren soll. Wie gesagt, ich stehe so ein bisschen auf dem Schlauch. Also, the bird is in your head. Ah ja, okay. Dann sage ich, war's das Ganze mit The White Door. Wie gesagt, nettes Spiel für zwischendurch mal. Was habe ich jetzt gespielt? Anderthalb... Stunde 43. Habe ich gespielt. Und... Also ist auf jeden Fall für Puzzle-Freunde echt empfehlenswert. Nette Geschichte. Wie gesagt, beim Ende, da muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen lügen, wie ich das zu interpretieren habe. Aber ich werde schon es herausfinden, wenn ich mir das Ganze nochmal durch den Kopf gehen lasse nachher. So, vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Hoffe, wir sehen uns auf anderen Projekten auf meinem Kanal wieder. Nach diesem Let's Play wird es wahrscheinlich irgendwas anderes Kleines geben. Wieder so ein Kurz-Let's Play von was auch immer. Vielleicht Pony Island oder sowas. Mal schauen. Bis dahin, herzlichen Dank, haut rein, ciao und tschüss.